Ich bin ja auch nicht so schnell, ne? Da müssen wir erstmal anmachen, warm laufen lassen. Was ist das Bild von dem jetzt? Ja. Oh, das ist ja gar nichts. Aber guck mal. Guck mal, wie geil ist das denn? Hat er die Spannungsanzeige davor ins Cockpit gesetzt. Hast du das gesehen? Die Spannungsanzeige vorne? Ja. Ja, da hat er sich echt mal ein bisschen Mühe gegeben. Wenn jetzt abschmiert. Du, der ist gedruckt. War noch voll? Ach, das Geräusch kenne ich. Ja, das war tot. Nein, das Geräusch. Stollender ESC oder was? Ja, das ist der ESC. Ich hätte das auch mal, ich hätte mir mal so ein Boot gebaut, das funktioniert irgendwie, hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Ja, da wieder. Ja, mach mal schnell hoch. Wollen wir starten? Ja, machen wir. Jetzt lässt das auch drauf ankommen. Ja, aber mach mal ein bisschen schneller hoch. Ja. Nee, ist hier auch, als ich das Boot gebaut hatte. Das war so ein kleiner ESC, den ich mit PDR angesteuert wurde. Hat es nicht funktioniert. Ja, aber du musst noch mal ein Stück in das Szenen. Ja, halt eins. Ja, halt ich würde aber jetzt nicht. Wenn ich jetzt sage, ja? Machst du, dann will ich sehen, Alter. Oha. Zieh Schuhe aus, ja. Ja. Aber guck, wo die Steine sind, ne? Guck vorher, wo die Steine sind, bevor du gleich den Zeh brichst. Ganz ruhig, dreht mal, und wenn ich sag Gas, dann gibt's auch Gas. Ja, nee, warte, wir müssen eben hochdrehen. Ja, der stallt irgendwie. Mehr. Ja. Ja. Gut? Ja. Ein Gap? Ja. Geil, Alter. Oh, leck mich am Arsch, das ist nicht. Alter, du musst das nicht wieder runter. Aber sie wird nicht scheiße. Darf ich mal durch deine Brille gucken? Kannst du mal seinen Kanal anmachen? Aber den kannst du problemlos werfen. Also, vorne ist nur ein Knopf, hoch, runter, wechselt die Kanäle. Oh, ich hab eine Wespe nach Fluss. Alter, Wespe. Vibriert wie sauber. Das hat ja Jello ohne Ende. Ja, das Ding, die Kamera ist auf einem Gimbal installiert. Ja, das wird der Fehler sein. Boah. Die sitzt nicht fest, die Kamera, ne? Die ist in so einem Zwei-Achsen-Gimbal drin. So ein Servo. Die kann sich überdrehen, der kann sich überdrehen. Tatsächlich. Achtung. Er dreht sich weg, pass auf. Oh shit, ich vergaß. Oh Gott, was machst du da? Ich bin runtergefallen. Runtergefallen. Nichts passiert, war schon dumm. Macht schon bestimmt Bock, gell? Ja, Mann. Jetzt musst du halt echt so 2-3 Quads am Arsch haben, ne? Aber ich bin mal gespannt, wie das Ding gelandet. Ich finde ihn nicht. Komm. Du bist unter ihm. Jetzt müsstest du ihn links von dir haben. Was ist das eigentlich für eine Brille? Du bist zu weit. Komm zurück, er kommt auf uns zu. Er ist jetzt über uns hinweg. Ich glaube, ich wechsle auch auf die HDO2. Ja. Ist so geil, ich will die nicht mehr missen, ey. Ja, vor allem, die ist nicht so unscharf wie die HD3. Du kannst sie halt einstellen an den Linsen, das ist das Geile. Du kannst sie OLEDs links, rechts und vor zurück einstellen. Ja, aber bei mir ist der Rand ein bisschen unscharf teilweise bei der HD3. Okay, ja, ich komme von der Dom V3, da war das nicht so schlimm. Alter, ich ziehe einfach mal fast 90 Ampere auf 60-70% Gas. Ja, der Kopf hat aber auch eine Teilung, ne? Ja. Ich bin so auf die Landung gespannt, Alter. Weil fliegen geht. 1370. So, jetzt den Turm diven, Pascal. Uhr, 9 Uhr, 8 Uhr. Genau geradeaus. Links, links. Ja. Und tiefer. Jetzt dreht er wieder zu uns rüber. Jetzt auf 12 Uhr. Oh. Daniel, komm mal zu mir. Das dicke Ding siehst du nicht. Hey. Das ist einmal los. Das sieht man nicht so gut.
So, der kommt jetzt vom Turm, vom zweiten quasi, im Backflip. Da ich bleib ihn. Beim Turm. Ja, ich sehe dich. Dein Akku ist dir jetzt auch egal, ne? Ja, der Akku-Warner ist falsch. Ah, okay. Nee, jetzt ich ihn nicht. Andersreise, jetzt zurück. Jetzt müsstest du ihn wieder sehen. Bisschen höher noch wieder, du musst hoch, hoch, hoch. Mitte. Jetzt bist du dran vorbeigeschossen. Jetzt bist du wieder. Ja. Ich benutze das gar nicht. Ich habe Angst beim Throttle gerade. Der hängt nämlich immer in die Kurve rein. Ja, ich habe Angst mit dem Troll gerade. Nicht so tief, Rüdiger! Rüdiger, ich sag mal weiter an, wo er ist. Hinter dir. Er hat schon 4 Ampere Stunden drauf. Wieder auf uns zu. Über 30 Meter. Drehst du deine Pirouetten dahin? Jetzt ist er gleich wieder über dem Weg, 9 Uhr von uns. Andere Seite, hierher, andersrum, hinter uns. Jetzt ist er wieder Richtung Turm unterwegs. Hinter der Tanne, die hinter dir steht. Ja. Genau, da ist er. Irgendwer hat ihn am Arsch. Anderes rum. Jetzt kommt er tief hinter der Baumreihe vor uns, links. So, jetzt kommt er auf uns. Nee, jetzt fliegt er von uns weg. Nee, ich muss sie jetzt reinbringen. Ich verstehe gar nicht. Jetzt fliegst du eigentlich fast drauf zu. Der kommt jetzt flach rein. Weißt du, wo die Pfähle sind mit den Leinen? Von da kommt er jetzt. Er kommt direkt auf uns zu. Oh. Ja, abgerissen und durchgebrochen. Schade. Keine Kontrolle in den Querrudern. Ja, aber das Ding, wie gesagt, ist gedruckt. Ne? Da muss man. Danke. Ja, Sis. Alter, die musst du richtig mit Speed runterbringen. Ja, die hat Gewicht. Nee, auch die Querruder. Keine Kontrolle. Ich hab die sind so klein. Anspringruder hatte ich Querruder war. Ist die Start jetzt dann langsam? Ja. Was heißt das? Ist zu langsam hier abgerissen. Ab einem gewissen Tempo verliert er einfach. Ist der Abriss weg. Da ist er reingekommen in den Schiff. Fällt der Ding einfach wie ein Stein, oder? Ja. So. Aber hey, ja, wobei das eigentlich ganz gut ist. Aber es sah geil aus. Ohne weiche Wiese würde ich das Ding nicht landen. Nee, aber ohne Wiese wäre ich auf dem Arsch gelandet. Der ist hier. Da kannst du auch schon landen. Da macht